Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren Wochenendtagesbotschaften für die kommenden und heute natürlich auch kommenden 3 Tage, also heute und noch morgen und übermorgen, ne, die Wochenendbotschaften. Ich habe die Lennys hier und natürlich habe ich 2 Stapel mit mehreren Karten. Ihr könnt jetzt schon mal entscheiden, ob es der erste oder zweite Stapel sein darf. Und ich werde auf jeden Fall jetzt für die Wochenendbotschaften, die allgemeinen Überschriften, 3 Karten von den Lennemore-Karten ziehen, dass wir da schon mal so eine Tendenz haben. Mische sie natürlich und dann schauen wir natürlich drunter. Beziehungsweise erstmal sollte ich eine ziehen. Ne? Oh, was kommt denn hier schon hohem Bogen raus? Die Blockaden, der Berg. Okay, was ist denn hier heute zu überwinden oder für die kommenden 3 Tage? Wir schauen uns das auf jeden Fall an. Was möchte hier weggetragen werden? Ich sage ja immer so, der Berg ist ja nicht so dramatisch, der blockiert uns erstmal, aber ein Berg ist auch zu erklimmen. So, dann ziehen wir mal 3 Karten jetzt zur Wochenendbotschaft. Und dann lege ich die Karten hier weg, dann brauchen wir die hier nicht mehr. So, und schauen hier rein, was wir haben. Wir haben hier einmal die Lilien, dann haben wir den Baum und dann haben wir die Sterne. Wie schön ist das denn? Könnt ihr was sehen? Ja, könnt ihr. Ja, die Lilien, Baum und die Sterne. Lilien ist ja immer so die, ja, das Erste, was mir kommt, so fürs Wochenende, ne? Die Sexualitätskarte auch, ne? Falls ihr in Partnerschaften seid oder es anstrebt. Aber die Lilien ist auch die Winterkarte und die Harmoniekarte, die Balancekarte, die Familienkarte. Und es ist total schön. Da kommt Stabilität rein, so wie ihr euch es von ganzem Herzen her wünscht. Es kommt wieder Klarheit rein, es kommt Nähe rein. Ne? Zu welchen Personen auch immer. Ich sage immer Familienkarte hin oder her. Familie kann auch die klassisch selbst ausgesuchte Familie sein. Es können auch Freunde sein, auch wenn wir natürlich jetzt nur einen Freund, Freundin treffen können. Aber einfach Menschen, die uns am Herzen liegen. Und vielleicht war da eine Distanz da, vielleicht war irgendwas noch, was geklärt werden musste. Ne? Wo vielleicht auch vielleicht länger man sich nicht gesehen hat und vielleicht diese eine Person jetzt mal sehen darf, ne, oder mal sieht oder wirklich auch sagt, okay, ich schätze das, dass ich diese Freundschaft habe, ich schätze das, dass ich diese Partnerschaft habe, ne, vielleicht auch aus einer Partnerschaft, was ich habe vorhin als erstes auch die Sexualität gesagt, vielleicht entwickelt sich aus einer Freundschaft plus Beziehung, vielleicht entwickelt sich da jetzt auch langfristig, langsam, stetig auch das, was ihr euch von ganzem Herzen wünscht. Auf jeden Fall ist so diese Stabilität und Balancekarte und auch wieder in seine Mitte finden, in seine Stabilität, in seine Kraft und so, das ist das Oberste sowieso, finde ich. Ne? Und dann mit der Wunscherfüllung, das ist, da kommt Klarheit rein für euch auch. Was wollt ihr auch? Ne? Wo wollt ihr den Wachstum? Was wollt ihr auch an von Freundschaften? Welche Freundschaften sind euch vielleicht auch wichtig? Wo fühlt ihr euch geborgen? Wo fühlt ihr euch auch gut aufgehoben? Auch Familie natürlich, ne? Auch im Partner, Partnerschaften, ne? Oder bei, vielleicht, wenn man jemanden neu kennengelernt hat, passt das alles? Geht es in die richtige Richtung? Ja, mit den Karten wird es genau so, kommt die Klarheit rein und das Ergebnis in Anführungsstrichen, so wie du es dir von ganzem Herzen her wünschst. Ne? Und vielleicht ist auch hier Wachstum auch wirklich in der Spiritualität, dass du durch die Spiritualität, du guckst ja nicht in Anführungsstrichen nur so die Orakel, auch bei mir, du bist ja auch spirituell, ne? Ob man das Wort dafür immer nehmen muss oder nicht, aber irgendwas ist ja da, sonst würdest du es ja auch nicht schauen. Und vielleicht wächst das noch mehr, vielleicht wirst du noch mehr dahin geführt, auch zu anderen spirituellen Themen. Ne? Also es ist sehr schön fürs Wochenende vor allen Dingen, so als Kernüberschrift finde ich ganz toll, dass du wirklich zu deiner Balance, zu deiner Mitte mit ganz viel Kraft und Beständigkeit auf jeden Fall hinfindest, so wie du es dir von ganzem Herzen her wünschst. Jetzt schauen wir natürlich noch in die Stapel. Ich lege mal, also entscheide dich für den ersten, zweiten Stapel, Stapel links oder Stapel rechts. Ich starte mit Stapel links, Stapel 1. Und den rechten tun wir mal ein bisschen zur Seite jetzt hier. So, und dann schauen wir mal, was wir da haben. Okay, die erste Botschaft heißt, geh weg. Ich lese gleich natürlich vor.
Verlass die ungesunde Situation und freue dich darüber, dass sich als Folge neue Türen öffnen. Wow. Das passt hier auch so schön, ne? Das ist so, geh weg. Das könnt ihr natürlich immer für euch so interpretieren, münzen, wie es halt bei euch auch passt. Aber für mich heißt es hier ganz klar, hier auch wirklich, das, was dich aus der Stabilität gebracht hat, aus der Balance, was dich am Wachstum gehindert hat, was dich wirklich zu dir selbst, zu deiner Spiritualität, zu deiner Wunscherfüllung, zu deinem Erfolg, zu deinem Glück auch vielleicht auch gehindert, behindert hat, das darf jetzt weg. Die Situation darf jetzt rausgehen und die geht ja auch raus, weil das siehst du ja schon von diesen Überschriften her, ne? Und freue dich, auch wenn manchmal dieser Prozess auch mal wehtut, freue dich wirklich, dass als Resultat, als Folge wirklich sich neue Türen öffnen. Das siehst du ja schon. Der Wachstum ist vorprogrammiert, die Stärke mit der Wunscherfüllung. Mehr geht nicht. So, welchen Heilstein hast du dazu noch gezogen? Ich zeige dir erst die Karte. Das ist der Apopholit. Verstärkte Unterstützung. Dank ihrer positiven Einstellung und Bereitschaft zu empfangen, bietet sich ihnen eine Vielzahl an Gelegenheiten. Und ich finde es so klasse und ihr seht jetzt auch wirklich hier, dass ich die Karten mit euch ja ziehe hier. Und das ist auch nochmal hier. Du bekommst sogar Unterstützung auch noch und deine Einstellung, wirklich hier dieses vielleicht loszulassen, was dich hier an deiner Stabilität, Mitte gehindert hat, am Wachstum gehindert hat, an deinen persönlichen Erfolg, das, was du dir von ganzem Herzen her wünschst, ne? Da bekommst du auch nochmal durch den Apopholit, auch von durch den Steiner und nochmal Unterstützung, weil du bist positiv in deiner Einstellung. Du willst nach vorne, du willst Wachstum, du willst bei dir sein. Du willst keine blöden Situationen, die dich belasten, die dich kränken, die dich aufhalten. Ne? Und jetzt kommen die ganzen Gelegenheiten mit dem Wachstum, mit der Wunscherfüllung. Das, was du dir gerne wünschst, was du gerne möchtest, ne, wird jetzt sich dadurch, dass sich die neuen Türen hier als Folge öffnen, ist es hier auf jeden Fall so, dass du eine Vielzahl von Gelegenheiten auch bekommen wirst. Und die Drachenbotschaft, was haben wir da? Lila Feuerdrache, verwandelt durch die Macht der göttlichen Liebe. Öffne dich für transzendente Liebe und Erleuchtung. Reinheit des Herzens bringt Frieden, Hoffnung und Freude. Wow. Ja, aber ich habe es gerade gesagt, ihr habt ja gesehen, wie ich mische, aber die habt ihr ja gar nicht gesehen. Aber ihr wisst ja, dass ich auch unter die Stapel nie gucke. Und wie schön passt das jetzt auch wieder zusammen, ne? Verwandelt die Macht der göttlichen Liebe, ja, auch deine Liebe zu dir selbst, zu deinem persönlichen Wachstum. Hier, das weglassen, die neuen Türen mit einer Vielzahl an Gelegenheiten öffnen sich. Du bekommst auch noch Verstärkung, du bekommst Unterstützung. Deine Einstellung wird dich jetzt auf jeden Fall hier weiterführen. Und alles, was nicht so gut war, das wird sich sowieso jetzt hier transformieren. Es wird sich verwandeln durch die Macht der göttlichen Liebe. Und öffne dich dafür, für diese Wunscherfüllung, für diesen Wachstum. Denn Reinheit des Herzens bringt Friede, Hoffnung und Freude. Und das finde ich so schön, wenn man gerade ja bei sich auch ist, wenn man in seine Stabilität kommt, in seine Mitte, in seine Kraft und dann noch die Wünsche auch erfüllt werden, die Herzenswünsche, den Erfolg, den man für sich möchte, für seine Themen. Und das hier auch nochmal bestätigt bekommen, dass das Hoffnung und Freude auch diese Offenheit auch bringt, auch diese Reinheit des Herzens, also sprich, dass man hier auch aufgeräumt hat. Und das schauen wir nochmal in unser Engeleinchen, die Fülle haben wir gezogen. Wow, schaut mal. Fülle, innerer Reichtum, manifestiert sich im Außen. Teile diesen dann großzügig. Wow, oder? Ist das nicht total schön, auch nochmal als wirklich als Wochenendbotschaft, also heute Freitag bis einschließlich Sonntag, die Fülle mit der Wunscherfüllung. Also ich brauche da gar nicht mehr viel zu sagen, aber ich finde einfach so, Fülle, innerer Reichtum manifestiert sich im Außen. Teile diesen dann großzügig. Ja, du hast hier gearbeitet, du bist offen, du darfst empfangen, bekommst Unterstützung, bekommst viele Gelegenheiten, Türen öffnen. Du bist in deiner Mitte wieder, in deiner Stabilität, in deiner Harmonie, mit dem Wachstum, Wunscherfüllung auch. Ne? Und
Der lila Feuerdrache auch nochmal verwandelt durch die Macht der göttlichen Liebe. Ja, du bist ganz bei dir. Du hast Reinheit im Herzen. Und das bringt dir Frieden, Hoffnung und Freude. Und die Fülle auch noch. Und die darfst du dann auch teilen, wenn du das magst, ne? Im Außen halt. Ne? Das ist so. Und Fülle heißt nicht, dass man hier materiell irgendwas verschenken muss oder sollte, sondern Fülle ist auch einfach so diese Dankbarkeit und dieses Strahlen im Außen. Und dass man auch zeigen kann, man wertschätzt sein Glück, man ist dankbar dafür, dass man diese Möglichkeiten auch hat. Also Stapel 1, du hast hier mega Karten fürs Wochenende. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein ganz tolles Wochenende und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Tagesbotschaft hier wieder hören. Dann gehen wir jetzt natürlich auch zu Stapel 2. Was haben wir da Schönes gezogen? Oh, Schulden bezahlt. Okay, schauen wir mal, was da drunter steht noch. Die Last und Gewohnheit alter Schulden wird von dir und deinem Leben genommen. Na, das ist doch mal eine ganz tolle Botschaft, diese Erleichterung, oder? Deswegen kannst du auch in deine Balance wieder kommen, in deine Mitte kommen. Deswegen darfst du dich auch wieder wohlfühlen und wirst dich auch wohlfühlen. Kommst in deine Kraft, in deine Wunscherfüllung. Die Last und Gewohnheit alter Schulden wird von dir und deinem Leben genommen. Wow, oder? Wie das wieder zusammenpasst. Und ihr wisst, ich gucke diese Stapel mir ja wirklich nicht an. Ich ziehe die Karten immer ganz, ich konzentriere mich auf die Karten, aber ziehe sie dann einfach auch. Und es passt so schön, dass du hier wirklich die Ernte, guck mal meine Gänsehaut, diese sozusagen die Ernte einfahren darfst. Ne? Wir schauen uns mal an, was du für einen Heilstein gezogen hast, den Türkis. Ich lese gleich vor, ich zeige euch die Karte. Spiritueller Weg. Ihre wahren Überzeugungen werden Ihnen klar, was Sie dazu veranlasst, die notwendigen Änderungen in Ihrem Leben vorzunehmen. Ihr Lieben, schaut mal, wir haben die Spiritualitätskarte hier auch gezogen und dann haben wir noch den Türkis auch nochmal. Ja, die Last wird dir genommen. Du darfst deine Stabilität in deine Mitte finden. Du darfst die Wunscherfüllung annehmen. Und spiritueller Weg, dafür musst du nicht spirituell irgendetwas jetzt, ich sag mal, als Berufung leben. Du wirst auf jeden Fall merken, du wirst Impulse bekommen und du wirst sehen, was hier zu ändern ist. Ne? Du wirst auf jeden Fall hier wissen, dass das jetzt ad acta ist, dass das wirklich jetzt weg sein darf. Ne? Und du wirst Änderungen vornehmen, die dich in Wachstum bringen, in deine Wunscherfüllung, in deine Harmonie, in deine Kraft vor allen Dingen auch. Ne? Und du wirst auch wissen, nachdem das hier weg ist, du wirst auch wissen, was dein Weg ist. Es wird dir immer klarer. Du wirst, ich sag mal, Eingebungen auch bekommen und du wirst auf jeden Fall Impulse und Botschaften bekommen, woher auch immer. Vielleicht kriegst du auch durch Gespräche nochmal, dass dein Horizont sich noch mehr öffnet und du noch mehr Möglichkeiten für diesen Wachstum siehst und für deine Wunscherfüllung. Vielleicht gibt es wirklich Herzenswünsche oder irgendwas, was du ins Leben rufen möchtest. Und da wirst du auf jeden Fall jetzt auch weitergeführt werden. Und du wirst sehen, dass das gewisse Feinjustierungen werden dich immer weiterbringen. Jetzt schauen wir uns die Drachenbotschaft nochmal an. Ich zeige erst die Karte. Rein weißer Drache vom Orion. Verwandelt dein Aufstiegswissen in reine Weisheit. Verarbeite, was du weißt. Handle wahrhaftig und ehrlich. Lass deine Lichtflügel wachsen und breite sie aus. Puh. Das ist ja mal in Anführungsstrichen mal nicht schwere Kost, aber auch schöne Kost, oder? Ja, du hast hier wirklich deinen Weg schon geebnet, ne? Veränderungen angenommen, wahrgenommen, hast sie sozusagen auch in die Wege geleitet, ne? Weil letztendlich sind die Schulden jetzt bezahlt. Du darfst hier für dich jetzt im Reinen sein, in deiner Harmonie, in deiner Balance, in deiner Kraft auch. Und dieses ganze Wissen, was du jetzt auf deinem Weg nochmal bekommst, ne, wird dich wirklich hier, diese Impulse nochmal hier, diese Änderungen, die Feinjustierung, werden hier nochmal dein Handeln nochmal mehr nochmal unterstreichen und werden dich noch mehr wachsen lassen und werden noch mehr, ich sag mal, dir auch diese Erfolge zu deiner Wunscherfüllung ja auch nochmal geben und dich nochmal weiter inspirieren, auch vielleicht für noch andere Wege und Möglichkeiten. Ne? Und dieses Verarbeite, was du weißt, handle wahrhaftig und ehrlich. Ich finde, das ist auch so, das ist alles so dieses
deinem Glück, deinem Erfolg, deinem persönlichen Glück, alles, was du darunter definierst, wirst du so nahe kommen, weil du immer weiter gehst. Ne? Du möchtest auch auf jeden Fall, du bist wissbegierig, du machst und tust und willst es hier auch wirklich leben, weil du jetzt weißt, du bist dran, du hast alles hier erledigt, was vorher zu erledigen war. Ne? Und lass deine Lichtflügel wachsen und breite sie aus. Das finde ich auch nochmal, ja, so, wenn man es einfach so sich bildlich vorstellt, ne? So, ja, du bist größer jetzt, du wirst immer größer und du darfst dadurch auch noch mehr empfangen und auch annehmen, ne? Und damit kommst du auch deinem Ziel so nah. Und ich spüre schon, dass dein Ziel wirklich, was du vielleicht manchmal dachtest, es wäre unerreichbar, aufgrund vielleicht auch der ersten Botschaft. Nein, du bist ganz nah dran, du bist da auf dem super tollen Weg. Also wir haben ganz tolle Karten. Der erste Stapel war auch schon so schön. Jetzt schauen wir noch an, was das Engeleinchen uns auch nochmal sagt. Ich zeige euch auch die Karte. Friedensrat. Wer liebt, braucht keine Siege. Finde deinen Platz im Friedensrat. Und ist das noch als Abschluss nochmal, ist das nicht nochmal ganz, ganz klasse? Ja, das ist alles hier dein Weg, dein Wissen, dein Machen, dein Tun, dein Handeln, deine Offenheit, deine Überzeugungen. Auch der Dank jetzt an dich, weil du deinen Weg auch geebnet hast. Weil du wirklich hier auch alles getan hast dafür, dass du diesen Weg gehen darfst. Und als Friedensrat ist es so schön, mit dir eins zu sein, mit der Wunscherfüllung. Wir haben hier spirituellen Weg, wir haben Spiritualität, die Klarheitskarte, die Wunscherfüllungserfolgskarte. Und dann hier nochmal dieses Friedensrat, ne, so was für mich auch nochmal so ganz klar darstellt, dieses Wachstum, diese Harmonie, Balance ist so viel wert, wenn man. Ja, wenn man dahin gefunden hat, ne? Wenn man seinen Weg dadurch gehen kann. Und es ist so schön, wer liebt, braucht keine Siege, finde deinen Platz im Friedensrat. Ja, man braucht nicht immer größer, weiter, schneller zu sein als andere. Definitiv nicht. Wichtig ist, dass man seinen Weg geht, dass man für sich wächst, dass man seine Wunscherfüllung lebt, ne? Und nicht von anderen, sondern wirklich darauf aufbaut, mit seinem Machen und Tun und allem. Und da muss auch niemanden, das ist auch nochmal ganz klar als Botschaft, du musst niemandem etwas beweisen, das machst du für dich und du wirst dadurch stark, du wirst im Außen dadurch auch ganz stark werden und dein Umfeld wird davon auch profitieren, weil du einfach diese Stärke und dieses Glück auch ja ausstrahlst und natürlich auch in Anführungsstrichen mit abgibst, weil das wisst ihr auch, wenn wir Menschen treffen, die positiv sind, die uns ein Lächeln schenken, die einfach glücklich sind, das färbt halt schon ab, ne? Und man braucht nicht deswegen immer ne, sich zu verändern, nur weil andere es so wollen oder so. Wenn man seinen Weg gefunden hat und daran wachsen kann, in seine Wunscherfüllung, ist das hier viel, viel mehr als irgendjemanden in Anführungsstrichen zu besiegen oder mehr zu können als jemand anders und dann gar nicht bei sich selbst zu sein. Ne? Das sagt die Karte auch ganz klar. Ja, ihr Lieben, zweiter Stapel war auch total schön. Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Macht was aus den Botschaften. Beide Stapel fand ich jetzt ganz berührend und ja, für mich auch ergreifend. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann beim nächsten Orakel und Tagesbotschaften hier wiederhören. Fühlt euch fest von mir gedrückt und alles, alles Liebe. Tschüss.